Ja, viel Geld haben wir ausgegeben. Viel Geld. 1 Million Euro brauchen wir. Fast 880.000 Euro für einen Zug. Wie gesagt, wir werden bald schnellere Züge haben und stärkere, aber auch wesentlich teurere Züge. Von daher würde ich jetzt nicht in einen dritten Zug investieren, sondern gucken, dass wir die Züge zur Not auf anderen Linien verteilen. Das wäre eigentlich ganz gut. So, und wer sich wundert, warum Zug 7 eigentlich auf dem falschen Gleis fährt, das ist natürlich das Gleis gebaut, bevor er wechseln konnte. Also er hatte noch keine Chance zu wechseln. Und okay, irgendwo kommt noch ein Zug. Und das ist dann der Hauptgrund dafür. Ja, da kommt der Zug. Hat schon auf Zug 8 Bild unten rechts gesehen. Also sehr cool, dass man da mittlerweile so komplizierte Kreuzungen auch bauen kann und so. Ah, da hinten fährt auch der Zug Nummer 7. Wir sehen ihn im Hintergrund. Da, hier, da, da sieht man das. Wir dürfen leider immer noch nicht fahren. Jetzt. So, mal gucken, wie er fährt. Ob er auch runterfährt oder oben lang erst. Zug 7 wechselt über aufs richtige Gleis, obwohl er jetzt gleich wieder zurückwechselt. Wäre jetzt auch egal gewesen. Okay, er fährt wieder unten lang. Ah, zwei Züge kommen gleich rein. Das bringt Geld. $129 und $178. Sehr schön. So wünsche ich mir das. Boah, voll ist der Zug. Ja, ich bin dafür, wir holen noch einen dritten sogar. Wir holen noch einen dritten. Es läuft gerade. Es läuft gerade. Nicht genügend Geld. Ja, ja. 100.000 brauche ich aber noch. 100.000 brauche ich noch, mein Freund. Dann kann der nämlich auch raus. Ich würde die schon gerne alle mit gleichem Budget rausschicken. Also gleichen Kapazitäten meine ich, Entschuldigung. Jawoll, läuft bei uns. Das ist der dritte im Bunde dann. So, ich würde sagen, den postieren wir hier. Der darf erstmal daneben. Das lassen wir nur kurz Zeit. Das war so ein bisschen was anderes mal auch sehen hier. So ein bisschen die Züge bei der Arbeit zuschauen können. Und dann heißt es Schulden abbauen. Schulden abbauen. Raus aus den Schulden. Die neue Doku auf YouTube. Aber das wird schon wirtschaftlich sein. Auf jeden Fall. Man hat gesehen, der Zug ist voll. Also tut es auch Not. Wird vielleicht auf den ersten ein, zwei Fahrten nicht so der Burner werden, aber mittelfristig definitiv. Eine riesen Rauchwolke hier. Dann sehen wir auch den anderen Zug wegfahren. So, dann dürften wir jetzt ja wahrscheinlich wieder. Ja, wir haben 1,76 Millionen ausgegeben, allein für Fahrzeuge plus Bau. Also das ist natürlich schon krass. Also 1859, das krasseste Jahr, was die Ausgaben angeht, glaube ich. Aber wir werden sicherlich auch mit unseren Zügen einen neuen Einnahmerekord erzielen können. Zumindest hoffe ich das, denn ansonsten wäre das ganz schlecht.
Und die drei Züge müssen sich natürlich einpendeln, ist natürlich klar. Und wie gesagt, sie werden nicht ganz voll fahren können dadurch. Weil drei Züge auf einmal auf einer Strecke sind ein bisschen viel, aber wir kriegen das schon hin. Wie gesagt, jetzt muss wirklich heißen Schulden raus. Wir müssen raus aus den Schulden, denn die neuen Züge warten ja schon auf uns. Die warten ja schon. Die werden in den nächsten, ich weiß nicht, paar Jahren kommen. Und dann brauchen wir das Geld. Definitiv. So, der Zug kommt schon mal an. Hat natürlich keine Passagiere drin. Aber wird eine Menge abholen. Da werden bestimmt noch mehr Passagiere sein. Bis der sich hochgequält hat, wird er vielleicht wieder 20, 30 Leute in den nächsten Zug lassen können. Das wäre eigentlich der Traum. So, wir können ja mal schauen. Steht der andere Zug hier vorne gleich. Okay, also der darf dann auch gleich rein. Da fährt auch ein Zug schon rein. Ja, es geht voran. Aber den Einnahmenrekord, ich weiß nicht, wir haben noch eine Differenz. Also von 500.000, die wir ungefähr brauchen. Das ist schon, oh Gott, das ist schon eine Menge. Ich glaube, unsere Einnahmen werden ein bisschen absacken dieses Mal noch. Obwohl, hier fährt jetzt auch ein Zug im Bahnhof. Das geht schon schnell, wenn ein paar Züge gleich ankommen, aber so 1000% überzeugt bin ich davon nicht. Wir sind bei 2,08. Es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Der kommt jetzt auch an. Ja, wir sind bei fast 2,2. Und dann Strich. Müssen wir mal schauen. Wird es schwer. So viel kann man sagen. Ja, der Zug wartet da halt auch schon. Also, es ist hier schon Trouble. It's all in trouble. Ja, sieht schon schön aus, ne? Das Spiel sieht schon schön aus. Die Waggons mit Liebe gestaltet. Und das ist ja nur ein kleiner Bruchteil der Karte, den wir haben. Aber wir werden auch ziemlich schnell jetzt Kohle bekommen und werden damit dann auch neue Gefilde erkunden können. Ja, das war dann doch ein leider nicht so gutes Jahr wie letztes. Nur 2,21. Das drittbeste Jahr in unserer Geschichte bis jetzt. Das ist natürlich schlecht, wenn wir Rekordausgaben haben. Aber gut, nächstes Jahr kann nur besser werden. Ja, Zug 7 kommt jetzt ja auch an. Der macht bis Hoffnung fürs nächste Jahr auch. Der ist natürlich vollgepackt mit 48 Passagieren. Und das bringt jetzt ordentlich Geld in die Kriegskasse. Wir werden uns dieses Jahr nichts kaufen können. Werden wir auch nicht müssen. Ah, 27 finde ich jetzt gar nicht so schlecht dafür, dass gerade erst ein Zug da war. Der wartet sich halt sogar ein kleines bisschen wieder, um sich anzupassen. Also sind 29 drin. 29, nicht schlecht.
Was für Freiwege? Achso. Er hat gewartet, bis der andere Zug weg ist. Zug 8 quasi. Ja, wenn man hier sieht, die Schicht des Berges ist höher als die Lokomotive ist. Unglaublich. Ja, ich meine den Hintergrund, man muss mal gucken. Schon doppelt so hoch gleich wie die Lok. Und das ist natürlich das, was er aufholen muss an Gefälle. Ja, und ich würde sagen, das ist sogar schon fast das Dreifache jetzt gleich einer Lok. Ja, das ist jetzt ungefähr die dreifache Höhe. Unglaublich. Hier ist es schon fast das... Nee, ich glaube jetzt verzerrt ist, weil der Winkel sich ändert. Ja, wohl, das könnte auch schon das Dreifache immer noch sein, ja. Sie prügelt sich ja hoch. Und tendenziell wird es jetzt weniger. Und da sieht man halt wirklich, wie steil das ist. Und man sieht es nicht so direkt. Es ist eine indirekte Skala, sage ich mal, dieser Sandhügel. Und wie die Lok sich da hochknüppeln muss. Das ist nicht ohne. Man sieht jetzt, sie sind etwa gleich so hoch wie die Lok. Es fehlt immer noch von den Sandwerken im Hintergrund. Das ist ein guter Indikator. Und dadurch quält sich die Lok hier wirklich mit 11 km/h hoch. So, und jetzt flacht es gleich ab. 10 km/h sogar nur. Ah, ich wollte es mal zeigen. Darum bin ich auf der Kamera geblieben. Ich wollte das wirklich mal zeigen und... musste halt mal sein. Quält sich. Sehr schön. Ja, das dauert auch noch ein bisschen, aber kommt jetzt hier auch an der Weiche, wo der andere Zug steht. Und Zug 8 müsste jetzt gleich im Bahnhof ankommen. Also ich glaube, sie sind jetzt schon gut verteilt, dann die Züge auch. Fährt die nämlich runter, die Lok. Das ist die neue Lok auch. Natürlich noch ohne Passagiere. Nee, die hat 29 drin. Was? Nee, das ist die neue. Stimmt. Alles okay. Ist die neue. Ich nehme zurück. Und dann gucken wir mal. Das ist die Lok hier. Zug 9 auf Linie 9. Und wir gucken mal. 0 Passagiere. Gerade eben war der Zug 8 ja, der Zug 7 ja drin. Wir gucken mal, ob es da vielleicht schon wieder 10, 15 Passagiere gibt. Wäre natürlich wünschenswert, dass der Zug nicht ganz alleine fährt. Wie gesagt, mittelfristig wird sich das da definitiv verbessern. Man sieht, wie diese Loks hier kämpfen müssen. Die neuen Loks schaffen es hier vielleicht mit 20, 25 km/h dann hoch. Aber immerhin schneller. Ja, von den Einnahmen her sieht es gut aus. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, neue Bestwerte zu erzielen. So, und der Zug kommt an. Sehr schön. Beide kommen an. Ah, der hat sogar 29. Also, der hat genauso viel wie der hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und der hat 48. Auch das ist natürlich nicht schlecht. Und der hat sogar 32. Mehr, 33. Ja, sehr schön. Das läuft natürlich. 30 mittlerweile. Der wartet natürlich auf ein bisschen Distanz. Und jetzt müssten wir mal hoffen auf ein neues Mega-Rekordjahr. Das wäre schön. Gut, jetzt wollen wir hier nicht stundenlang zugucken. Eine Folge dann am Ende den Zug zugeguckt. Meine Fresse. Also zumindest von der Zeit gefühlt, würde ich sagen. Wir gucken mal, was tut sich hier bei den Städten so ein bisschen. Sieht man schon Veränderungen? Na, noch nicht so wirklich. Wie sieht's hier aus? Ist ja unsere erste Zuglinie hier quasi zwischen den beiden Städten. Wenn man so will. Gedacht war es aber zwischen diesen beiden Städten. Zwischen der und der da vorne. Ja, so ist das dann. Boah, hier geht es aber auch steil bergauf.
Ja, aber es vergrößert sich hier langsam alles. Es lohnt sich vielleicht ein Donald Trump-Netz, ein Tram-Netz. Also das sind Straßenbahnen, wenn man so will. Ja, man kann die Schulden jetzt abbezahlen, das ist gut. Ja, und hier läuft es sehr schön. Wir gucken mal, hier, der war ja sehr fragmentiert. Das war, glaube ich, auch dieses Problemdepot hier. Aber ich glaube, es hat sich mittlerweile eingependelt. Genau, die fahren alle nur dahin. Aber dieses ganz große Chaos ist mittlerweile weg und bleibt aus, Gott sei Dank. Aber optimal ist das natürlich immer noch nicht. Hier kommen wir auch gut voran. Hier kann man sich nicht beschweren. Das sieht gut aus. Oh, hier sind ein bisschen viele Personen an der Haltestelle. Welcher denn? Ah, die alle, die zum Bahnhof wollen. Ja, wackeln auch nur mit den Armen. Was sollen sie auch anderes machen? Übrigens, das Ende der Karte sieht so aus. Finde ich auch sehr cool gemacht. So mehrere Schichten. Gibt es irgendwo Wasser am Ende? Ich würde gerne mal sehen, wie Wasser am Ende aussieht. Haben die das mit einberechnet? Hier gibt's Wasser. Ja, man sieht, wie wenig tief diese Wasserschichten reichen, wie tief diese Karte rein theoretisch gesehen ist. So langsam kann ich schon gar nicht mehr sitzen, ne? Ich nehme jetzt 2,5 Stunden, vielleicht 3 Stunden auf. Boah, ich habe nicht gefrühstückt. Es ist früh am Morgen. Meine Güte. So langsam müsste ich eine kleine Aufnahmepause einlegen. Ich glaube, ich warte dieses Jahr nochmal ab. Ich würde gerne Zahlen sehen. Gerade auch in Bezug auf den Einnahmen. 2,41 werden wir locker übertrumpfen. Das kann man jetzt schon sagen. Das werden wir ganz, ganz locker übertreffen. Wir werden die 2,5 Millionen locker übertreffen. Ich schätze, wir werden es über 2,7 sein. Wenn es gut läuft, vielleicht 2,8 sogar. Na, vielleicht vertue ich mich da auch. Wir schauen mal. Auf jeden Fall verbessern wir uns im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, 34 Personen hat der Zug da mitbekommen. Quasi, der jetzt losfährt. Achso, der fährt jetzt auch los. Der ist unten. Ach, dann ist der, dass der jetzt zum Bahnhof hochfährt. Okay, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, 2,3 Millionen haben wir. Tendenz steigend. Da kommt wieder ein Zug an, der Fettgeld bringt. Ja, und hier ist gerade noch ein Zug angekommen, der Fettgeld gebracht hat. Darum sage ich, die 2,7, 2,8 sind locker flockig drin. Da kommt auch ein Zug. Also es sollte eigentlich wirklich kein Problem sein. Auch wenn der leider nicht ganz voll ist. Ich glaube, 800.000 Euro Gewinn hatten wir auch noch nicht, wobei ich auch sage, wir könnten die Millionen rein theoretisch gesehen schaffen. Das ist theoretisch gesehen möglich als rein Gewinn unterm Strich.
Vielleicht sollten wir, wie gesagt, noch die ein oder andere Tram-Linie machen, damit ja, damit es da halt auch Fortschritte gibt. In Personentransport. Ja, 2,8 schaffen wir aber ganz easy. Die 3 Millionen könnten wir anpeilen, wenn es sehr, sehr gut läuft. Also dieses Gedöns, das kannst du hier mal aus. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, der Zug kommt nicht mehr ran. Der kommt nicht mehr ran. Schade. Ich hätte gedacht, dann wäre es das ja fast gewesen. Dann hätten wir es. Aber das wird sich ganz leicht nicht ausgehen. Wir haben gerade Weihnachten im Spiel. Aber wir können Schulden abbauen. Sehr schön. Nee, reicht leider nicht. 2,8. Da lagen wir gut mit der ersten Schätzung. Sehr schön. Auch das Quietschen im Bremsen hört sich echt cool an. Naja, immer 19. Vielleicht kommen noch 2-3 Passagiere rein. Ich bin Gott und kann durchs Dach gucken. Ja, so oder so ähnlich. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich kann weder sitzen noch, ja, ich habe einen Bärenhunger. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugucken. Gebt gerne eure Kommentare ab. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.